Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bit. Schöne Trikots, der Ball liegt am Anschlusspunkt und wir freuen uns mit euch auf dieses Spiel und jetzt geht's los. Ja, Nico Kager hier mit dem Anstoß. Menschen mit Nachnamen. Aber jetzt schauen wir erstmal hier auf diesen Pass von Zwero auf Schnellbacher. Der Ball geht rein über Lukas Schnellbacher. Wir haben es eben gesagt, er trifft erneut. Damit sein dritter Saisontreffer und ein ganz wichtiger und ein absolut verdienter hier in der 28. Spielminute. Ries kann da zunächst parieren und mit dem zweiten Anlauf ist es dann drin. 1:0 für Elversberg. Drei gegen fünf. Der Pass in die Schnittstelle auf Mustafa, der muss umkurven, schießt ein und trifft für die SVE, macht seinen zweiten Treffer im zweiten Spiel hintereinander. Das ist das 2:0 für die SVE in der 45. Minute. Scheinbar liegen eben hier die späten Tore. Waldrin Mustafa, 2:0. Das Tor rechtzeitig zum Pausentee. Von La Prevot, sonst hätte das gefährlicher Gegenstoß werden können, aber so wird es ein Gegenstoß für die SVE. Schön die Schnittstelle auf Mustafa, der kommt frei zum Schuss und trifft. Und trifft erneut. 3:0 für die SV Elversberg. Dritter Treffer im zweiten Spiel. Schöne Vorarbeit von Manuel Feilda. Exzellent getimter Pass und schöner Laufweg von Mustafa. Schön ins lange Eck gespielt und 3:0. Das ist meine Ansage, Martin, direkt zum Start der zweiten Hälfte. Und letztendlich kommt dann der Ball von Müller. Und das 4:0. Es ist wieder Luca Schnellbacher. Zwei Doppelpacker mit Schnellbacher und Mustafa heute. 4:0. Die SVE jetzt endgültig hier auf der Siegerstraße angekommen. 10 Minuten vor dem Ende. Und Mainz ist sowas von bedient heute. Wunderbare Ecke. Schnellbacher läuft perfekt ein und köpft dann völlig blank ein, wie schon in Waldorf. Und jetzt der andere Ex-Mainzer Neubauer auf Schnellbacher. Und der Schuss und das 5:0 für die SVE. Lukas Schnellbacher mit seinem dritten Saisontreffer. Was ein Schuss. Schönes Tor von Schnelli. Natürlich mit seinem dritten Treffer am heutigen Tage. Der Hattrick von ihm. Und er steht. Ja. 3 Minuten jetzt schon über der Zeit. Und jetzt ist Schluss. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bier.